Hallo meine Thai-Freunde, ich habe heute ein gutes Thema. Ja, Liebe ist toll in Thailand. Ja, man hört ja vieles so, was ich so schon so im Internet mitgekriegt habe. Die ersten Erlebnisse. Ja, jeder fällt einmal in Thailand rein. Aber der eine weniger, der andere mehr. Ja, wie kann man sich am besten schützen? Ja, lernt erstmal die Kultur kennen. Ja, es gibt vier Arten, was man hier kennt. Ja, es gibt Frauen, Farmer. Ja, die sehen nur für sich und seine Familie, dass sie versorgt sind. Das gibt Mittelklasse, ja. Sind nicht reich, sind nicht arm, aber sie leben Hand im Mund, ja. Und es gibt Arbeiter, die arbeiten in der Fabrik, verdienen ein bisschen besser und so. Da würde ich sagen, wenn sie schon mal was Höheres ist, da ist so eine bessere Chance als wie in Pattaya, Hua Hin, Phuket, Bangkok. Es gibt wenig, die gut sind, die Barfrauen, wenn sie neu sind, nicht mal länger als ein halbes Jahr und du hast sie und sie merkt dich. Natürlich will sie auch Geld sehen. Ja? Aber ich sage immer, ich habe das auch gelernt von einer anderen Thai-Freundin. Sie hat gar nicht schlecht verdient, sie war Elektrizitätswerk gearbeitet und war auch schon gut angestellt. Sie hat immer gesagt, zahl keine Frauen. Die haben vorher ohne dein Geld ausgekommen, die können jetzt auch jetzt mit ohne dein Geld auskommen. Da hat sie recht. Hast du eine gute, die geht arbeiten, verdient selbst und die fragt auch nicht dein Geld, aber du kannst sie später unterstützen. Da wird sie schon ein bisschen auch fragen, wenn sie was kriegen könnte. Das ist was anderes, ja. In Chaträume kannst du keine gute kennenlernen. Ja, da kann ich dir eine Story erzählen, ja. Ja, ich habe das auch vorher ein bisschen ausprobiert und allen drum und dran, aber auch so jetzt getestet. Ja, da fährst du hin, kommt die erste, ich habe kein Geld, kannst mir ein Bier ausgeben. Okay, 60 Baht. Ja, können wir essen gehen und einkaufen gehen? Und ich gesagt, ich habe nur 4000 Baht. Sie glaubte mir nicht. Ja, und dann kommt die dritte Frage. Tja, was wirst du jeden Monat bezahlen, wenn ich bei dir bin? Also wie ich dann gesagt habe, bye bye. Ja, und die andere fragt ja Sex wegen Geld. Ja, ich habe ja nichts im Kühlschrank. Ich muss ja meine Familie ernähren. Wenn da schon sowas kommt, kannst du vergessen. Das ist keine Liebe. Das ist Gekaufte. Da hast du auch keine Chancen. Am besten sind ja so, wie ich das schon viele gehört habe, die in Deutschland sind und mit Thai-Frauen verheiratet sind. Oder die leben alle in Deutschland. Die haben sie alle durch Freunde kennengelernt. Es gibt ganz, ganz wenig, so sagen wir mal, 5-7%, was im Chatraum sehr gut ist. So wie meine Frau. Zuerst hat sie kein Interesse, aber das sind so gebildete Leute und so. Und die suchen da schon was Besseres. Die sind nicht so wegen Geld hinterher. Die wollen was Festes haben. Die hat das auch nicht nötig gehabt, mich zu nehmen und so. Aber sie fanden das eine Art, dass ich gut und ehrlich und offen bin. Ja, viele denken immer, Thais suchen ein, um die Familie anzunähern. Nicht viele. Ich kenne welche, die waren gut und die ernähren manchmal den Fahrlang. Ja, das ist das. Ja, ich habe auch vieles kennengelernt vorher. Ich habe auch nur ein bisschen geschickt, aber ich habe nie über 150 Euro geschickt. Und nicht jeden Monat. Warum soll ich denn sparen? Soll ich sparen für ihr? Und sie machen schön Hello? Nein, das habe ich einmal gemacht. Bei der zweiten, da habe ich nachher Tschüss gesagt. Ja, und die dritte ist ja meine Frau gewesen. Ja, ich habe so andere auch mal gehabt, so ein, zwei Tage, aber die habe ich abblitzen lassen. Einmal schlafen, dann fragen sie, was kriege ich als Geschenk? Da habe ich ihr ein bisschen gegeben, habe ich gesagt, da habe ich mir Gedanken gesagt, dann kann ich gleich ein Bordell gehen, so ungefähr. Nee, das ist auch keine Freundschaft, denn, ja.
Ja, das ist nicht einfach und leicht, was zu finden. Ja? Und eine gute musst du Zeit haben. Nicht den ersten Tag, nicht den zweiten. Das dauert schon 2-3 Jahre. Und man findet das. Es, muss man so sagen, es ist nicht überall schlecht. Du kannst in Europa sein, die achten auch schon jetzt auf dem Geld. Wenn du Geld hast, die bescheißen dich auch. Ja, Thai-Frauen sind immer schön, ja, können schön schmeicheln. Ja, und was denkt der? Der Schwanz, der wedelt unten. Den musst du ausschalten gleich und schalt den Gehirn an. Viele, genauso wie der eine da, der wollte ein Bankkonto haben. Solange du keine Aufenthaltsgenehmigung hast von Immigration, kriegst du nirgends ein Bankkonto. Sehr, sehr schwer. Hast kein Adressverzeichnis, kriegst du gar nichts. Ist sehr, sehr schwer. Ja, und wenn du mit einer Thai-Frau sagst, ja, ich kann dir einen besorgen und so, glaub ihr nicht. Die nimmt dein Geld, zahlt das in 7-Eleven auf und morgen, übermorgen meldet sie sich nicht. Sie schmeißt die Telefonkarte weg, kauft sich eine neue. So einfach ist das. Weil viele sind ja so liebestoll, denken nicht nach. Ich sag immer, bevor du nicht länger kennst, schalte das Gehirn an. Das Geld muss genauso viel arbeiten. So wie der eine mit den 20.000 Taiwan. Ist zwar nicht viel, ist nur ein Lehrgeld. Ich habe schon welche gesehen, die haben mehr schon bezahlt. Ja, da muss sie ja selbst hier über sich kommen. Und viele denken immer, man verliert hier alles in Thailand. Stimmt auch nicht. Wenn du verheiratet bist, steht dir genau die Hälfte zu. Egal, wenn du einen Vertrag machst oder nicht, baust du zusammen später ein Haus, gehört das halb und halb, nur der Grundstück nicht. Aber sie muss dir es ausbezahlen. Oder du bezahlst ihr aus und du machst einen Pachtvertrag. So läuft das in Thailand. Aber ich werde mal sagen, nimm einen Anwalt. Welche Frauen, die gehen und sagen, kannst alles haben, ich will nichts, ich gehe. Ja, das ist immer das Beste, aber es gibt wenige. Da muss nur eine sein, die selbst verdient und weiß, ich kann damit mein Geld alleine großziehen. Ja? Ich bin jetzt mit meiner Frau gut 3 Jahre zusammen verheiratet, 5 Jahre kennen wir schon vorher und Streitigkeit haben wir öfter, schon Scheidungssprüche sind auch schon gefallen. Sie ist aber doch da geblieben, wo ich sehr schwer krank war, die 2 Wochen. Mit meinen Lungen, Infektion, Leberwerte waren hoch von den Medikamenten, für Schmerzmedikamente. Und jetzt bin ich wieder fast 100% auf dem Fuß. Es fehlt mir nur mal nicht 100, sondern mal 80%. Nur das Arbeiten fällt schwer. Ich darf nicht mehr arbeiten. Ja, ich habe ein bisschen Wasser gegossen, habe den Pumpe genommen und das war wirklich schwer, den Schlauch, einen 10er Schlauch zu ziehen, war sehr schwer. Ja, aber ich habe es nur ein bisschen gemacht und dann nachher mache ich das weiter. Dann muss meine Frau mir helfen oder die Tochter. Ja. Ja, viele denken immer, ach, ich bin in Pattaya, die Frau macht schöne Augen, die liebt mich. Das machen alle in Thailand. Aber guck dir erstmal 2-mal an, guck dir es 3-mal an, sei länger da. Lass dir die erstmal einziehen, lern erstmal ihre Familie kennen und alles. Und dann kannst du entscheiden. Eine vernünftige Frau, die wird nie nach dem Geld fragen. Auch nicht auf deine Kosten irgendwo essen gehen. Sie wird das selbst bezahlen oder gibt dir ein Haus und so. Ich habe auch viele gehabt, die sind erst essen gegangen und ohne dich zu fragen, haben sie alles bestellt und er kommt, musst du deine Rechnung bezahlen. Dann waren nicht nur sie dabei, da waren dann die ganzen Freunde dabei, dann bist du mal schnell mal 4.000-5.000 Baht los. Ja, mit Bier und dann dies und dann das. Ja, so fängt das an. Da habe ich auch gleich gesagt, nee, sowas nicht. Sowas auch nicht abgemacht, habe ich auch gesagt, tschüss. Ja, wenn das so einer ist, so, die gehen essen mit ihren ganzen Freunden. Am besten ist, da steh auf und geh, weil du die Rechnung bezahlst. Das ist das. Und dann weiß man das ganz genau, die hält nichts davon. Die wollten wir sehen, was du an Geld hast, bezahlst du oder bezahlst du nicht. Ja, das ist immer so hier. Gibst du mir was, kannst du mich halten, das ist so ein Test. Und man muss genauso sagen, ich bin Europäer, ich bin kein Thai.
Ich gebe gerne was, aber nicht solche Art. Eine reelle Frau, die achtet auf deine Verhältnisse, die nimmt sich Rücksicht auf dich. Solange sie keine Rücksicht nimmt, vergiss die. Da war mal meine Frau ganz anders. Ich habe ihr auch Geld angeboten. Sie sagt, spar selbst. Ja, da hat sie recht gehabt. Sie hat nichts angenommen, aber wenn ich da bin, hat sie nur ein bisschen da gelassen Geld, habe ein bisschen auch bezahlt und so. Wenn was kaputt war, habe ich repariert auf meine Kosten. Das sind ja Kleinigkeiten, das ist Höflichkeit. Oder hat sie auch nicht gefragt, das habe ich selbst gemacht. Oder gesagt, ja, bezahle ich, mach das. Ja? Es war kein, du musst da. Es kam von freiwillig. Da kann man sagen, da hat man eine gute Zukunft. Aber wenn einer nach Thailand kommt, soll er sehr gut überleben, wie die Frauen sind. Ich weiß, Schönheit, Charme, Gefühle haben die Thai sehr gut. Mit Lächeln, Schmunzeln, Liebkosen. Aber davon kannst du nicht leben. Ja, und das bestätigen mehr Leute, die mit einem Thai verheiratet sind, leben in Europa oder leben jetzt auch in Thailand. Das ist das Einzige. Ja, da muss jetzt jeder selbst entscheiden. Ich bin kein Oberkluger. Ich weiß, ich kann auch meine Frau verlassen. Wenn sie wüsste, sie wüsste auch, dass ich manchmal nervig bin, aber sie weiß, ich habe ein gutes Herz. Nur wenn ich jetzt anfange, wieder zu rauchen, dann geht sie. Das hat sie auch jetzt gedacht. Sie wird einen Mann haben, der nicht gleich stirbt. Ja, muss jetzt aufhören. Ja, da hat sie auch recht. Ja. Aber ich höre auf. Sie hat mich jetzt gesund gepflegt. Ich kaufe was gut ist für mich und so. Ich koche auch Essen. Sie achtet auch, dass ich nicht so viel arbeite. Ja, das ist das. Ich weiß das. Ich muss jetzt kurz, sehr, sehr kurz treten. Ja, nur ganz leichte Arbeit machen. Ja, zuerst will ich jetzt gar nichts machen. Ich muss mich erstmal erholen und kleine beschäftigen, so wie Unkraut jäten. Das will ich noch machen. Oder ein bisschen fegen draußen. Das will ich noch machen, aber sonst gar nichts mehr. Ja, nächste Woche gehe ich ja zur Immigration. Montag mache meine Papiere fertig. Da habe ich noch immer noch einen Tag oder zwei Tage Zeit vor dem zweiten, wo ich das habe. So kann ich immer noch Papiere nachreichen. Ja. Da werde ich auch noch was bringen und so, aber lass mir mal ein bisschen Zeit. Nächstes Mal werde ich jetzt ein Thema bringen. Verheiratete Thai-Frauen mit Witwenrente. Ja, wie viele Jahre man verheiraten muss, viele denken 5 Jahre, stimmt alles nicht. Den Antrag kann man vorher auch ausfüllen, nur die letzten Daten müssen eingefügt werden. Die Anträge sind auf Englisch und auf Deutsch. Man kann die Anträge ordern, der die Hälfte Daten füllen, die ja schon die Rente ein. Nur das Restliche musst du einfüllen, das kann sie später machen. Das ist so einfach und dann die Botschaft hilft dir nicht, das tun sie nicht. Es gibt welche so in Pattaya oder Bangkok, das sind Organisationen, die helfen. Aber wer weit außerhalb wohnt, wer will da hinfahren? Wenn einer mehr Beratung haben will über sowas mit Rentenversicherung und allen Rand, ich kann euch ein bisschen beraten. Ich bin zwar kein Experte, aber ich habe schon viel gekämpft um meine Rente und meine Rechte. Ich habe auch geklagt schon. Und immer recht bekommt nachher. Es ist hart gewesen, aber man muss Zeit haben, bei der Rentenversicherung zu klagen. Und viel, viel Geduld. Ja, das wollen wir im nächsten Thema reden. Und jetzt wünsche ich ein schönes Abend noch oder guten Morgen in Deutschland. Und bis zum nächsten Mal, euer Sigi. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Kaffeekasse einzahlt. Ich trinke gerne Kaffee. Und ich würde mich mehr Abonnenten freuen und den Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Euer Sigi aus Thailand. Ciao.